Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Der Marsch. Ja, noch ein bisschen Holz. Sägewerk, keine Ahnung, aber wird nicht mal kommen. Da war ja so viel nicht drin gewesen. Im Lager. Und bevor da die Produktion zum Stehen kommt. Und wir haben jetzt ein bisschen Luft. Ja, die Aussaat läuft. Für den Samstag übrigens, ne? Ja, die Aussaat läuft. Ja, genau. Ich glaube, ich muss ja noch ein Feld machen, ne? Ah, das kann der andere auch hinterherziehen, in ihrer Tage. Wiederum brauche ich unbedingt da jetzt sofort was aussehen. Vielleicht kann man Frühling Hopfen oder was dergleichen machen. Das ist ja dann auch schon mal ja, unten fällt Möhren, ne? Ist schon wieder vergessen zu ernten. Muss ich jetzt aber vielleicht ein Feld nehmen, was im Hof ist, was ich sehen kann. Wo, wenn es verdorrt ist, verdorrt, ne? Das ist zu spät, ne? So oder so. Zettel am Monitor anklappen, August die Ernte Möhren. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, kann ich das so nicht verstehen. Die Möhren sind so wie Zuckerrüben in der Erde. Das ist, wenn ich gerade extrem Frost kommt, extreme Nässe, ja, dann verdorren normalerweise nicht. Das Kraut wächst vielleicht nicht weiter. Das ist aber kein Problem zum Verfaulen, ne? Weil im Grunde ist das näher so, dass im nächsten Jahr nach dem Post zweiten Jahr blühen müssten eigentlich. Eigentlich schon. Die blühen im zweiten Jahr, glaube ich. Dann ist ja die Pflanze an sich erhalten. Weil wenn man die Möhren nehmen würden als Futter, dann wäre das völlig wurscht. Auch ja, wer Hunger hat, geputzt, geschält, ist das glaube ich auch völlig wurscht. Würde ich mal behaupten. Und da die ja fast komplett in der Erde bedeckt sind, also drin sind, dürfte das keine Probleme verursachen. Aber den Kleinen überstehen lassen, den meisten erbackt. Ja, ist aber so eingestellt und dann ist das halt so, ne? Das ist ja das gleiche mit unseren Lebensmitteln, Fertigprodukten, also hier, ja, weiß ich, Joghurt oder so, wo drauf steht, Haltbarkeitsdatum, weiß ich, 1.1. Werfe ich da auch nicht weg, am 2.1. Wenn auch, wenn einmal ein Kühlschrank war, kannst du garantiert mehrere Tage in der noch essen, ohne dass es Probleme gibt. Und wenn der Deckel sich aufwölbt, eine Blase bildet, dann ist natürlich klar, dann ist es mit Vorsicht zu genießen. Ne? Butter muss man aufpassen und bei Fleisch extrem. Also bei Fleisch muss man schon sehr genau gucken. Ich glaube, da oben geht nicht mehr. Wohl gehackt ist, wenn das, wie gesagt, wenn es verpackt ist und der Deckel nicht hochgeht, keine Wölbung zeigt und das geruchmäßig noch in Ordnung ist, dann zum Garant für einen halben Tag oder einen Dreivierteltag garantiert noch viel verspeisen.
Ich weiß, irgendwo in Japan haben wir gezeigt, da haben sie sogar mit Uhrzeit gemacht. Und das ist ja total abwegig, ne? Ich meine, klar, man kann das beim Verfüllen, wenn es erfüllt ist, gut gemacht ist, dann genau sagen, wie viele Stunden und Tage das haltbar sein könnte oder sollte. Letztendlich wird es auch getestet. Die gehen auch ein bisschen mit Sicherheit vor. Denn wer will schon verklagt werden, ne? Darum geht's ja dabei. So. Ja, morgen geht los mit Thüringen. Ich habe ja jetzt mal was probiert mit neuen Funnel, also mit Prinzip ein bisschen anders gestaltet. Also Montag hatte ich keinen sichtbaren Verbesserung. Das soll nichts heißen, Montag ist nur ein Tag, ne? Das dreht sich ja auch hauptsächlich darum, wenn das am Startbildschirm gezeigt wird. Benachrichtigung oder dergleichen, derjenigen. Ist das eh. Egal. Aber das ist aber. Man weiß immer nicht, wie es funktioniert, ne? Die Zahlen haben sich ein bisschen erholt. Aufgrund von Werbemaßnahmen, die sie gemacht haben. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn sie beim. Ja. Dass die damit Geld verdienen wollen, ne? Aber. Bei mir kommt bestenfalls Werbung, wenn zum Beispiel ein Video 1000 Mal angeschaut wird. Dann kann es dann ausgehen, dass sie Werbung schalten. Aber ich bekomme davon noch keinen Cent. Da fehlen mir noch etliche Stunden und auch die Abonnenten. Brauche ja die 1000 dazu, um diese Marke zu erreichen. Und das, wenn es klappt, mit LS 25er, wenn er kommt. Nehmen wir jetzt eher das Interesse. Eher ein bisschen weniger. Hätte so ein anderes Ding noch in Planung, also eine Überlegung, ne? Also Überlegung, nicht Planung, Überlegung. Miss Survival. Das haben die jetzt ein bisschen aufgefrischt. Ja, kartenmäßig. Und Grafik und die Energy. Aber wenn es höchstens mal spontan, ne? Also ich weiß nicht genau. Die Woche schon ist garantiert nicht mehr. Ich möchte die laufenden Projekte ja nicht unterbrechen. Das soll ja mal klappen. Ich hab's angespielt, kam gut zurecht. Anführungszeichen, ne? Aber dann will ich trotzdem zum Anfang zeigen. Und dazu, ja, sobald ich ein bisschen Zeit habe, meistens ein paar Stunden ist immer Zeit, mehrere Folgen aufnehmen. Zwei. Vielleicht drei. Dann sporadisch mal veröffentlichen, also keinen festen Zeitplan dafür. Aber mal schauen. Ich sag mal so. Wenn das irgendwie geht. So schnell wie möglich, ne? Livestream wäre auch eine Option, aber wie gesagt, man ist da ein bisschen zu schlecht.
Klar, könnte ich den Namen um 12 Uhr machen. Aber das ist nicht in meiner Zeit. Irgendwie abschalten will ich auch ab und zu mal. Nächste Woche habe ich eine Spätschicht, da habe ich Sonntag eh. Obwohl, ich habe schon meistens zu tun mit Thüringen in der Woche. Und dann das Bearbeiten dran, ne? Ja, mal schauen. Bisschen nebenbei arbeiten muss ich auch noch, ne? Ich würde ja gern darauf verzichten, also auf Arbeit, aber wie gesagt, noch keinen Sponsor gefunden. Das Leben muss ja auch bezahlt werden, ne? Aber selbst wenn ich jetzt bei YouTube was verdienen würde, davon kann man garantiert nicht leben. Das ist, ich nehme an, die, ja, dazu wird man schon deutlich in die Höhe gehen mit hoher Zahlen. Aber das soll ja auch Hobby bleiben, ne? Ist ja nicht so, dass ich davon leben möchte jetzt. Ich meine, klar, wenn es mal irgendwann mal soweit ist und ich werde Rentner, ein paar Jahre, ja, Jahrzehnt, 11 Jahre normalerweise, Stand heute. Ja, wenn dann ein Euro dazu kommt, dann wäre das nicht so, würde ich es gerne nehmen, ne? Möchte mal eines Tages mal das Vergnügen haben, bei der Steuererklärung sagen zu können. Oh, Anschaffung sowieso, Preis sowieso. Ich schreibe es mal ab. Das wär's. Aber damit ich nur weit entfernt, dann muss ich so viel Geld verdienen, das ist gar nicht. Das wird eher nix. Aber schön wäre schon, was klappen würde. Wenn du dann eine Steuererklärung machst und wieder kriegst, ne? Oder nicht zahlen musst, das kann ja auch passieren, ne? Also Steuerzahlen. Ich habe noch nichts angegeben, keine Konto und nichts dergleichen, weil ich genau weiß, wenn du zurückziehst, ist also ganz ehrlich, ich habe es freigeschaltet vom Vierteljahr, glaube ich, für dich für Spenden und so, ne? Obwohl ich keine Spenden haben möchte. Ich habe gekauft dadurch, dass ich mehr Klickraten bekomme, wenn es mir vorgeschlagen wird, aber ist ja auch nicht so eingetroffen. Aber wie gesagt, theoretisch Spenden und Kanalmitgliedschaft müsste ich ausfüllen und dazu, ja, weil ich im Prinzip gar nicht, ja, muss nicht sein ungefähr, ne, jetzt. Ich habe so einen Vorteil, den man bieten könnte, dass man gleich schauen könnte, die Folgen. Ja, aber mehr kann ich auch nicht anbieten, also. Aber wie gesagt, das ist vielleicht gar nicht mal so gut, wenn es, ja, Stammzuschauer praktisch. Ja, Sonntag ist am meisten ausgefüllt alles. Dann alles anschauen würden. Utopisch von der Menge her, aber wenn das wäre so, dann wäre natürlich in der Woche teilweise Flaute, wäre schlecht für Algorithmus. Muss so alles Mögliche abdenken, abwägen, ne? Aber ja. Ich sag mal, irgendwann mal, ja, Gras bestimmt, dann Gras fahren. Jetzt halt, muss er so nachher holzgleichen Flieger erfahren. Dann können wir noch Hackschütze fahren. Richtung Belscher Fabrik. Stumpen wegfräsen hier noch. Dann überlegen wir am besten,
Oh, Lohnzahlung. Am besten hinbekommen, ne? Ja, mach jetzt hier Pflanzen noch drin. Ich weiß ja gar nicht, ob wir jetzt hingehen im dritten Jahr. Ich meine, davon kann man jetzt nicht ausgehen. Also im Grunde jetzt ist ja, wenn die Vollen kommen, Januar fast vorbei. Ja. November. Also ich weiß genau, wenn der 25er da ist, dann ist hier auch flacher die Schluss. Ich werde bis zum Schluss spielen. Und dann eher mal schauen, wann der es veröffentlicht, ne? Freitag wäre ideal, ne? Ich kann es ja. Bekommt ja nicht früher, ne? Naja, ist ja halt mal so lustig, bei Twitch mal aktiv werden. Danke. Dann wird es vielleicht klappen. Weil da hat die Punkte zählen da doppelt. Müsste sporadisch mal Mist wäre da eine ganz gute Option. Einfach mal nur Livestream machen. Könnte ich ja später hier hochladen. Theoretisch. Aber da muss ich immer viel Zeit finden, dann ist dann nächste. Twitch einzurichten. Das ist, ist nicht mein Fall. Oder viel machen muss, weil keine Ahnung. Aber da machen wir jetzt auch eine Änderung rein, ne? Also im Prinzip. Dass man also für wenn man die können sich bewerben dafür, das sind die etwas größeren und flexible Zeiten zu haben oder Größen fürs Anschauen. Das ist für mich mal bewerben wäre der Quatsch, ne? Die werden dann nur die besten nehmen oder die entsprechend höhere Zuschauerzahlen haben. Ist ja logisch. Mist muss auch zurückgefüllt werden. Müde ist gar nicht. Erst ja, in der Box drin. Ich wollte jetzt nicht bei den Arbeiten Aufnahmen mit dem Mikrofon probieren, das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Das hat nicht passt. Aber wer der Vergleich ganz gut zwischen Kamera und ja und Grunde, weil ich Ton so, dass ich wie das höre, ne? Also gestern vom Fernsehen aufgenommen, hat alles verstanden, das klang bescheiden, ne? Wenn es bescheiden klingt. Ja, sag mal, wir sollten es anschauen, ne? Wenn ich schon das mache, dann muss ich schon mindestens ein paar Mal vorher ein paar Mal testen, ne? Wie das funktioniert. Vielleicht kann ich auch ein bisschen einstellen am PC, dass ich da was verändern kann. Die Herzzahl oder irgend sowas. Dann haben wir auch schon ganz voll zusammengerechnet. Einige Ladungen bestimmt. Und dann ein ganz schönes Loch wieder.
Muss ich mal oben rangehen, ne? Die Entscheidung hier, das Kieswerk zu machen, empfinde ich hinterher als Fehler. Hätte ich lieber eine, nicht egal wo, hinsetzen können, wo es eben ist. Das wäre belebt geworden und ja, und zum zweiten mit der Flaschenfabrik. Naja, gut, egal, das geht es halt. Ja, was machen wir nächstes Jahr, ne? Diese Frage stellt sich ja jedes Jahr, ne? Im Grunde wäre das mal so. Aber Holger macht halt irgendwie anders. Holger macht öfter Umzüge innerhalb einer Karte. Was ich persönlich so nicht mag. Aber egal. Weil ich ja nicht fertig bin hier, das Ganze. Die eine Karte habe ich ja mir ins Ziel gesetzt. Schiffbahn und die Achterbahn. Ja, so stelle ich mir eigentlich Produktion vor, ne? Oder Stall. Aber dann kommt das nächste Problem. Uns rennt die Zeit direkt, ne? Ich meine, 3 Jahre kommt schon weit, ne? Ich meine, gut, wenn ich jetzt hier alle Folgen auf der Marsch mache, dann naja, ganz im Schweigen zu viel auf einmal. Und ja, ich habe ja recht viele Aufrufzahlen in Thüringen. Das wäre auch schade drum, ne? Wenn 3 Folgen pro Tag ist schon heftig. Dann auch verschiedene Themen. Ich baue immer nicht mehr darauf, dass nicht alle schauen, sondern praktisch jeder für seinen Geschmack was sucht. Mir persönlich machen alle Karten Spaß. Sonst würde ich nicht spielen. Das ist so. Ich bin da Eiche. Weil ich gehen kann, ne? Bis zum Feld. Egal wie ich anfange, ist blöd. Fangen wir hier wieder an. Muss ja irgendwann mal so beigehen und die ganzen Eichen und Birken aus. So. Jetzt habe ich keinen Baum mehr pflanzen. Die jetzt schon gepflanzt habe, ich weiß gar nicht genau wie viele, aber ich glaube über etliche. Das passt schon so. Aber keine Sorge, morgen wird nicht, dann machen wir es anders. Ja, die großen Ticken, das lohnt sich ja, ne? Aber das wird sich beim eigenen Wald mehr verbessern. So. Werde auch morgen hingehen. Morgen. Also Zeit, gute Zeit erhöhen, na gut. Das Problem ist bei der BGA, ne? Da kommt sie hinterher. Sonst wäre das egal. Vom Prinzip her.
Der Autovermieter Herz verkauft seine E-Autos. Schaffst du hier Benzin an? Ja. Jetzt sag mal, vom Prinzip her ist das nicht blöd, wenn man den Strom selber erzeugen kann, ne? Über Solaranlage oder so, ne? Mit Speicher. Aber ich denke mal, die allermeisten werden ja am Tage nicht zu Hause sein, also kannst du das nicht nutzen. Außer du hast viel Geld ausgegeben für einen Speicher. Einen separaten, ne? Aber dann musst du so viel Strom erzeugen, dass du beides betreiben kannst, Haus und Auto. Also nicht, also einspeisen schon gar nicht, das ist ja uninteressant. Das kriegen wir mal, ne? Jetzt macht er mit Mist. Am Glück gehabt, dass er nicht abgegangen ist. Sägen wir ab. Wo er rausfliegt, ne? Aus der Halterung. Immer durcheinander. So. Gut. Das soll schon vorher gewesen sein. Nehmen wir mal genug Bäume. Fahre ich mal hier ein. Jetzt einmal schon Dank für das Reinschauen. Ich wünsche allen einen schönen Rest Samstag und einen schönen Sonntag am Morgen. Ja, und schon mal voraus einen guten Wochenstart für nächste Woche. Leider geht das Montag wieder weiter. Irgendwo muss es weitergehen. Ne? Tschüss.